Berlin ist eine einzigartige Weltstadt, voller individueller Menschen, mit einer Geschichte, wie sie keine andere vorzuweisen hat. Die Stadt hat sich über die Jahre durch ihre Wahrzeichen wie dem Brandenburger Tor, dem Fernsehturm und der Eastside Gallery immer mehr zum Tourismusmagneten entwickelt. Jährlich schlendern Millionen durch Berlins Alleen, Shoppingcenter und Ladenstraßen. Doch das gute Image Berlins wird zunehmend durch den Müll, der das Stadtbild immer mehr prägt, verschlechtert. Besonders in den Nebenstraßen belebter Gegenden wird einem das Ausmaß des Problems bewusst. Wir glauben, dass die Verschmutzung auf der Faulheit der Bevölkerung beruht. Es ist einfach bequemer, seinen Müll da liegen zu lassen, wo er entsteht, als ihn zu entsorgen. Wer hatte nicht schon einmal etwas irgendwo liegen lassen? Um das zu verhindern, könnte man ein Pfandsystem für Plastik und andere sonst oft achtlos weggeworfene Verpackungsmaterialien einführen. Schließlich macht hier niemand Verluste, sofern er seinen Müll ordnungsgemäß entsorgt. Das Prinzip ist unserem Flaschenpfandsystem sehr ähnlich. Pro 100 Gramm Plastik wird zum Preis des Produktes noch ein bestimmter Betrag dazugerechnet, den der Kunde allerdings bei der Rückgabe der Verpackung in einem speziellen Automaten wieder zurückerhält. Hierfür wird ein Pfandbon ausgestellt, der an der Kasse eingelöst werden kann. Müll, für den man bezahlt hat, wird sicherlich niemand mehr einfach auf die Straße werfen, wodurch sich das Stadtbild sichtbar verbessern würde. Doch dieses System hat noch einen weiteren Vorteil. Menschen ohne Dach über dem Kopf, die bis jetzt vom Flaschensammeln gelebt haben, können Verpackungsmaterialien sammeln, für ein sauberes Stadtbild sorgen und sich so auch noch etwas dazu verdienen. So haben beide Seiten etwas davon. Die Umsetzung dieser Idee könnte das Stadtbild zwar um einiges aufbessern, trotzdem würde es auch hiermit keine absolute Ordnung geben. Jedoch wird sich auch in Zukunft nicht viel ändern, solange wir uns nicht ändern. Denn die Entscheidung, in einer sauberen Stadt zu wohnen, liegt am Ende bei dem Einzelnen. Zukünftig muss schon in der Schule durch die Lehrer ein Verantwortungsbewusstsein geschaffen und entsprechende Werte vermittelt werden. Berlin soll seinen guten Ruf als grüne Stadt mit einem Drittel Grünfläche schließlich nicht durch die steigende Verschmutzung einbüßen.